Beteiligungsanzeige hat ergeben, dass die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige gemäß § 18 Absatz 2 Bundeswahlgesetz erfüllt sind. Im Hinblick auf die Parteieigenschaft gemäß § 2 Parteiengesetz lässt sich Folgendes sagen. In Bezug auf den Umfang und die Festigkeit der Organisation lässt sich feststellen, dass die Vereinigung trotz ihres kurzen Bestehens bereits über 16 Landesverbände verfügt, sie außerdem am 11. Mai 2017 bereits in die beim Bundeswahlleiter geführte Unterlagensammlung aufgenommen wurde. Die Zahl der Mitglieder beträgt laut den nicht mit Nachweisen belegten Angaben der Vereinigung 176. Auf der Gründungsversammlung am 29. April 2017 waren ausweislich des Protokolls 49 Mitglieder anwesend. Bezüglich des Hervortretens in der Öffentlichkeit lässt sich feststellen, dass nach Angaben der Vereinigung 10.000 Personen durch eine Petition die Parteigründung unterstützt haben. Als Öffentlichkeitsarbeit geht sie weiter, hat sie weiter eine Facebook-Seite mit 6.300 Anhängern, ein Twitter-Profil mit über 1.000 Followern, ein Online-Forum zur Erarbeitung eines aktuellen Programms und Berichterstattung in den Medien angegeben. Als Nachweis hat sie Links zu den Internetangeboten und Beiträgen eingesandt. Weiter hat sie angegeben, Flugblätter und Postwurfsendungen zu verteilen. Zum Nachweis hat sie ein Belegexemplar übersandt. Darüber hinaus hat sie angegeben, öffentliche Veranstaltungen für den Dialog mit Bürgern und Presse sowie Infostände zu organisieren. Herr Kampmann, möchten Sie zu den Inhalten, die ich vorgeschlagen habe, noch Ergänzungen vornehmen? Bitte schön. Genau, ich habe hier für Sie, ich habe eine zehnfache Ausführung, weil ich nicht wusste, wie viele Sie sind, die Aktualisierung von diesen Daten mit dabei. Wir sind mittlerweile 216 Mitglieder, also nochmal 25% hinzugekommen. Eine Mitgliederliste ist im Anhang. Außerdem eine Kopie des Flyers und der Hinweis, Sie sprachen von 10.000 Leuten, die uns unter Petition unterstützt haben, es waren 100.000. Oh ja, okay. Dann ist das natürlich, ja. Zehnerpotenz ist schon die Position. Soll ich das jetzt rausgeben? Ja, gibt's uns Fragen. Ja, vielen Dank. Okay, erstmal vielen Dank erstmal für diese Information. Jetzt Frage. Schauen noch kurz hier, hat man hier auf der Bundeswahlausschuss auch die noch von Ihnen übermittelten Informationen. Ja, wünscht ein Beisitzer jetzt hier das Wort? Ja, Herr Geil, bitteschön. Also, ich habe jetzt wenig Zweifel an Ihrer Parteieneigenschaft, aber das ist schon eine beeindruckende Leistung. Wie haben Sie das denn so schnell hingekriegt? Da kann ich nur mutmaßen, aber eine Mutmaßung ist, dass es ein großes Bedürfnis in Deutschland nach neuen Parteien gibt und wir da einen Nerv getroffen haben. Dass wir in so kurzer Zeit so viele sehr aktive Mitglieder finden konnten, die uns helfen. Auch, ich habe es eben vergessen zu erwähnen, aber in der Aufführung dabei ist, dass wir seitdem auch schon in vielen Ländern die Unterschriften zusammen haben, in zwei weiteren davon ausgehen, dass wir die Länder auf jeden Fall schaffen und in fünf weiteren auch planen, die Unterschriften zu bekommen, die sich also sehr, sehr aktiv anwenden und sagen, das ist hier notwendig. Ich gebe das Wort an Herrn Professor Brenner. Ja, Herr Kampmann, ich habe ebenso wenig wie Herr Geil Zweifel an Ihrer Parteieigenschaft. Mich würde nochmal interessieren, wie ist denn das Verhältnis Ihrer Online-Aktivitäten zu den Aktivitäten in der realen Welt? Sie haben ja von dieser Online-Petition gesprochen, von Online-Foren, Facebook-Aufrufen und so weiter und so fort.
alles wunderbar, aber taucht Ihre Partei auch in der realen Welt auf und in jahrhundertlicher Form? Natürlich gerade, weil es am dringendsten ist, durch die Unterschriftensammlung ganz gewaltig, auch mit dem Flyer, den ich Ihnen damit beigelegt habe. Aber darüber hinaus ist es uns sehr wichtig, dass die Sachen, die wir online diskutieren und die wir dadurch bundesweit immer diskutieren können, auch durch Formate in die reale Welt bringen. Also der Landesverband Berlin ist da gerade Vorreiter, hat ein wöchentliches Angebot für alle Bürgerinnen und Bürger, das nennt sich DIP-Tisch. Da nehmen wir welche von den Initiativen, von den Themen, die dort diskutiert werden, das letzte Mal gestern Abend, und bringen den in die Öffentlichkeit, bringen den in den öffentlichen Diskurs, nehmen diese Informationen auch wieder mit auf, kommen dann mit auf die Plattform, sodass die bundesweit wiederum einsehbar sind. Wir versuchen da eine Symbiose herzustellen zwischen beiden Seiten. Also wir wollen keine Online-Partei sein, sondern ganz klar diese Themen in die Bevölkerung bekommen und das möglichst bundesweit, sofern so wir uns mit erlauben. Ja, vielen Dank. Sind weitere Fragen? Ja, Frau Punkt, bitte. Ja, soweit man, der Zeitraum ist ja kurz, über den hier Entwicklung skizziert werden kann, aber wenn Sie die Beitrittskurve in die Partei kennzeichnen würden, wäre das sozusagen ein stetig, täglich steiler Anstieg, oder wie hat sich das seit der Gründung jetzt im kurzen Zeitraum entwickelt? Ein steiler Anstieg, also zumindest in Mitgliedsantragsformular auf jeden Fall. Wir haben da ein Prozedere, wir wollen sicher gehen, dass die Leute wissen, was wir hier versuchen zu machen und wo die ganzen Sachen sind. Deswegen ist das Verfahren etwas länger und wir reden mit den Leuten und wir finden raus, welche Vorstellungen sie haben, und haben dann schon häufiger gemeinsam festgestellt, nee, die meinen doch was anderes, oder die hatten eine andere Vorstellung und haben dann ihren Antrag zurückgezogen. Über die letzten 4-6 Wochen, es kommt auch dementsprechend auch mal ein bisschen darauf an, wie die Prioritäten sind. Jetzt gerade ist halt Unterschriften das Wichtigste, deswegen ist in der letzten Woche nicht so viele Interviews, Gespräche geführt worden, aufgrund dessen schlicht und einfach. Aber beim Parteitag 49, das war vor 3,5 Monaten, die letzte Kennzeichnung, die ich Ihnen gegeben habe, war 176 am 6.7. Und jetzt nochmal 25% Anstieg in den 3 Wochen, würde ich schon als ziemlich steil sagen. Ja, vielen Dank. Es sind weitere Fragen vom Bundeswahlausschuss und dem Vertreter der Vereinigung. Wenn nicht, dann komme ich zu dem Vorschlag, mit dem ich nach ihm gehen formuliere. Ich schlage vor, die Partei im Sinne des also die Vereinigung als Partei im Sinne des § 18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz anzuerkennen. Ich bitte um Ihr Votum durch Anzeichen, das heißt des Bundeswahlausschusses. Wer ist für die Anerkennung? Einstimmig. Das ist einstimmig. Ich trage das Ergebnis vor. Die Vereinigung ist als Partei im Sinne des § 18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz anerkannt, da sie insbesondere durch Landesverbände in allen Ländern, 216 Mitglieder und ihrem sonstigen Hervortreten in der Öffentlichkeit die Kriterien der Parteieigenschaft gemäß § 2 Parteiengesetz erfüllen.